Agent Haask berichtet? Mission erfolgreich, Sir. Meinen Glückwunsch, Commander Haask. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu einer neuen Episode Star Wars Battlefront 2. Wir sind nicht völlig allein. Ein Teil der Crew ist geblieben. Sie hat die Flüchtlinge vor den anderen beschützt. Wie geht's Ihnen? Geschockt. Verwirrt. Aber in Sicherheit. Sie wollen wissen, wie es weitergeht. Wir müssen die Leute warnen. Wen? Die Rebellen? Die werfen uns ins Sunspot-Gefängnis, bevor wir auch nur ein Wort sagen können. Darum sollten Sie einfach die Corvus nehmen und abhauen. Ich nehme einen TIE-Jäger, setze ein Notsignal ab und warte, bis die Rebellen mich finden. Glauben Sie wirklich, ich lasse Sie hier alleine herumtreiben? Wir sind der Inferno-Trupp. Sie und ich. Hier ist Aiden Versio von der imperialen Korvette Corvus. Ich sende ein Notsignal für die Rebellenallianz. Wir ergeben uns. Kontaktiert sofort den General. Du hältst es für eine Falle. Ach, Lando Calrissian ist auch am Start. Dass ich Risiken eingehe. Was Unverantwortlicheres konnte ich nicht tun. Sehr gut. Hallo, ich bin General Lando Calrissian. Und Sie müssen diese Überläufer sein, von denen ich gehört habe. General, wir haben Ihren Leuten schon alles gesagt, was wir wissen. Gehen wir ein Stück. Okay. Was war das? Eine schlechte Idee. Erzählen Sie mal. Schrift glaubt, Sie sind imperiale Spione. Und was glauben Sie? Dass Sie Angst haben. Um Ihr Leben rennen. Naja, so würde ich das jetzt nicht bezeichnen, aber Spione waren wir mal. Ja, ist ja nicht so lange her, dass wir uns gefangen haben nehmen lassen und Sie dann haben uns gute Infos zu alles hochgenommen haben. Ich habe dafür zwei Sternenjäger. Nur für Sie. Was? Sie lassen uns gehen? Ganz richtig. Fangen Sie einfach von vorne. Wo Sie uns überwachen. Dafür sind wir zu beschäftigt. Brauchen wir nicht dafür neue Klamotten und so, dass man uns nicht direkt erkennt als imperiale Soldaten? Sie wissen, dass Operation Asche nach Naboo unterwegs ist. Sie müssen sich stoppen. Wir kriegen das schon hin. Nein, das Imperium verändert sich und mit ihm seine Taktiken. Wenn das stimmt, warum kommen Sie nicht mit? Retten Sie Naboo. Wir wollen keine Rebellen werden. Das verlangt auch niemand. Das ist ein einmaliges Angebot. Sie können jetzt gehen oder Sie helfen uns. Sie vertrauen uns, an Ihrer Seite zu kämpfen? Was soll ich sagen? Ich glaube fest an eine zweite Chance. Kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihre Schiffe. So schnell kann es gehen, vom obersten Commander des Imperiums. Kein Problem für eine Spezialeinheit. Was ist die Alternative, Aiden? Also, ich brauche eine Entscheidung. Die kam schnell. Das ist wieder eine Flugmission? Alle Jäger, beginnt euren Angriff. Lando, dein Timing ist erstklassig. Hier ist Prinzessin Leia
Leia Organa. Alle bei mir sammeln. Lando, schützen Sie die Prinzessin. Wir zerstören die Asche-Satelliten. Ich bin hinter Ihnen. Oh, das weiß ich. Aber wenn einer von Ihnen etwas versucht, ziehe ich Sie persönlich ab. Glauben Sie, Sie könnten das? Man nennt mich für nicht den Zentralsatelliten. Das muss der Thermalenergiekern sein. Dann konzentrieren wir dort unsere Feuerkraft. Schieß einfach auf alles, was sich bewegt. Das ist meine Standardtaktik. Hey, Vorsicht! Ich seh's! Da ist ein Geschütz auf ein paar von den Satelliten. Und abdrehen. Wow, 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 wow. Wow, was ist das für eine fette Knarre? Zweiter Satellit erledigt. Weiß nicht genau, was hier die Bonus-Dinger machen, die ich habe. Macht dann hier die R2-Einheit, wenn ich den ausführe. Au! Okay. In so einen Strahl reingeflogen oder was, ich Idiot. Ich sag ja, diese Flugmissionen, das ist nichts für mich. Bin ich irgendwie zu blöd für. Alle Jäger, beginnt euren Angriff. Lando, dein Timing ist erstklassig. Hier ist Prinzessin Leia Organa. Alle bei mir sammeln. Lando, schützen Sie die Prinzessin. Wir zerstören die Asche-Satelliten. Ich bin hinter Ihnen. Oh, das weiß ich. Aber wenn einer von Ihnen etwas versucht, schieße ich Sie persönlich ab. Glauben Sie, Sie könnten das? Man nennt mich nicht umsonst Danger 1. Wie? Danger Eis oder Danger 1? Das muss ein Scheißname. Dann konzentrieren wir dort unsere Feuerkraft. Hey, Vorsicht! Ich seh's! Da ist ein Geschütz auf ein paar von den Satelliten. Also hier, die Viererknarre geht richtig ab. Ui, Weltraumschrott. Zweiter Satellit erledigt. Drehen. Jawohl. Oh Gott. Delta 5, Ihr Satellit abgeschossen. Wir haben noch viel vor uns. Weiter. Okay, da sind die nächsten. Ach, das sind diese Dinger, die nach unten schießen. Diesen Sturm auslösen. Desto früher ist, zieht sicher. Verstanden, Prinzessin. Danger 5, Danger 6. Vergessen Sie nicht, Sie schießen jetzt auf drei Jäger. Bestätige. Danke für die Erinnerung. Auf Ihre Position, Danger 1. Ja, wir sind dabei, Shrimp. Gut, zeigen wir dem Imperium mal, mit wem es sich anlegt. Boom. Oh, da war ein Teiljäger. Guter Schuss, Commander. Hey, hey, in meiner Einheit ist sie kein Commander. Trotzdem bin ich ein Commander. Zu gar nichts dran tun. Gibt es irgendwie die Möglichkeit, die Dinger schneller kaputt zu bekommen? Habe ich. So, drehen. Naboo ist ein bisschen sicherer geworden. Wir geben alles. Und habe ich. Noch ein Satellit weniger. Ah, noch mehr davon. Wir haben es fast geschafft. Und dann verschwinden sie. Stimmt's? Stimmt. Bitte, die Steuerung ist ein bisschen komisch. Beschießt unser Großkampfschiff den Zerstörer. Was zu tun ist.
weiß nicht so ganz, wie ich rolle. Ah, okay. Hier rolle ich. Okay, ich verstehe. Verteidigungssysteme. Kannst du die X-Fighter, die TIE-Fighter hier, oder ist das hier das Verteidigungssystem? Wenn ja, dann ist es ziemlich lächerlich. Das ist vielleicht für einen Idioten wie mich ausreichend, aber... Wow. Was für eine Explosion. Und noch einer. Guter Schuss, Versio. Verstanden, Staffelführer. Wow. Ich muss mir auf jeden Fall mal durchlesen, was diese, ja, was hier diese Boni machen überhaupt. Ach, deswegen heißt der Typ Danger 1. Das ist schlecht. Weil die alle Danger heißen. Sind noch Satelliten übrig? Wir erledigen den Rest. Sie übernehmen den Sternenzerstörer. Verstärkung ist eingetroffen. Y-Flügelbomber, sorgt für ihre Sicherheit. Konzentriert das Feuer auf das Schildsystem des Sternenzerstörers. Hey, Sie geben mir keine Befehle. Alle Einheiten. Konzentriert das Feuer auf das Schildsystem des Sternenzerstörers. Also ich verteidige ihn, okay. Eine Gruppe TIE-Jäger hat unsere Bombe im Visier. Fangt sie ab. Leiste Unterstützung. Helfen wir ihnen. Mein Gott. Fliegen die komisch. Hab ich. Und noch einer. Mein Gott, das ist ja hier ein Abschussfest. Wenn die Schilde weg sind, bringt die Restoration die Sache zu Ende. Die was? Unser Großkampfschiff. Allein hat es gegen einen Zerstörer keine Chance. Aber gemeinsam bringen wir die Sache zu Ende. Verstanden. Na komm schon, wo seid ihr? Hab ich. Ja, ja, ja. Verstört keiner irgendwas. Was sind die denn? Sind die unter dem Schiff oder was? Sehr formiert, die imperialen Soldaten. Fliegen hier, die schwärmen hier rum, wie die, ja, wie die wilden Fliegen. Hä? Sind die denn? Noch mehr TIE-Jäger! Helfen Sie mir! Da hinten. Oh, dieses dumme Schiff, dieser imperiale Zerstörer hier, der nervt. So, hab ich alle? Nein. Gut sieht er nicht mehr aus, der unser Y-Wing.
Aber wenn ich bei ihm bleibe, dann... Tja, rein theoretisch... müssen die ja automatisch dann zu mir kommen. Weil die den ja killen wollen, oder? Neuer Anflug für den anderen. Das ist ganz schön lange gebraucht für das Schild. Schilder ausgefallen. Danke. Gute Arbeit. Unsere Y-Flügler haben ihren Bombenangriff abgeschlossen. Restoration, Sie können angreifen. Alle anderen fallen wieder zurück. Sehen wir nicht alle den brennenden Sternenzerstörer? Das imperiale Protokoll sieht einen Sprung in Sicherheit vor. Diese Schiffe wollen nach Feed. Sie werden die Stadt attackieren. Und damit, liebe Leute, verabschiede ich mich schon mal von euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent.